Hey Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 6 im Koop-Modus mit als der reizende Agent. Agent. Der Agent bin ich. Der Agent. Ich bin der Agent, Junge. Ah, mach mal das hier. Oh, man muss hier was machen. Wo bist du? Wo bist du? Warte, ich komm zurück. Bleib mal stehen. Ja. What the fuck? Ah! Was? Hier ist noch einer. Ach so, ja. Was kann man mit? Ja, okay. Ah, da lebt er oder? Nee, der ist tot. Die machen nur immer diese Geräusche. Warte, hier kann ich aufmachen. Oh. Ah, nee, egal. Ja, du kümmerst dich mal um. Ja, wo bist du jetzt hingelaufen? Ach, hier schön. Die sind nicht mal tot dadurch, die hängen da nicht fest. Ach du Scheiße. Hast du eine Granate zufälligerweise? Ja, aber ich. Also, ja, jetzt bringst du sowieso nichts mehr. Okay, los. Oh, warte. Alter, die Hand. Oh, wie weit hat der dich gerade wieder weggetreten? Aber Alter, wie weit der dich weggetreten hat? Ja, der hat Beine nur. Also, warte auf mich. So, hier. Ne, wir können auch wieder hochlaufen, wenn du willst. Ist heute Wandertag oder wohin fühlst du mich gerade? Oh, ich geh random abholen. Ja. Ach, du gehst ein bisschen hoch. Ja. Ah, weg da. Oh, meine Nase. Aber ich hab nichts gesagt, ich hab ein Cash-Report benutzt. Das ist sowieso nicht kinderfreundliches Spiel. Trotzdem, vielleicht schauen trotzdem Kinder zu. Oder Erwachsene finden, die sind kein guter Einfluss für die Gesellschaft. Man muss noch die Logos bei einer anderen Kampagne, ich glaube das war bei... Chris. Nicht Chris, das auch, aber... Jake Kampagne. Ja, bei der J-Kampagne. Ich weiß gerade nicht, welches du gerade meinst. Bei der J-Kampagne. Und man als so wurden die auch gefangen worden. Weißt du noch? Ah ja, na klar, ja. In China. Was? Weil ich dann nicht gemacht habe, was ich gemacht habe, die. Ich hab schon gewusst, aber. Du meinst, das, wo man quasi da gucken musste, was die Gegner eingegeben haben? Ja, das sind, ja, ist hier auch beides von Neo Umbrella. Und es sind halt auch die gleichen Logos. Ja. Ach, eine Hand. Ah, hier musst du es machen. Ja, Moment, warte. Warte, alles nachladen. Achso, ja, hier kommen wir. Ja, okay. Tampel nutzen. Oder Sniper, ich hab 82 Schuss. Ich hab 63. Ich hab dir auch 30 Schuss vorher. Ich hab dir auch 30 Schuss ja übergeben, auch im letzten Part, glaube ich. Das kam doch, wo Leon und Helena gerade gegen den kämpft haben und er quasi doch vorne am Zug stand. Ja. Kam doch die Nachricht. Ja. Unerwünschte. Junge. Dann schieß halt mal mit dem Bärenkiller. Ja, hab ich auch erst jetzt bemerkt, dass ich auf jeden Fall bin. Finde auch cool, wenn man so da steht, dann macht Ada diese Position. Was? Was ist denn das? Ich hab teleportiert. Ich hab euch vergessen, dass wir überhaupt die neuen Bärentöter haben. Bärenkiller, ja. Ach, hier muss man vom Licht fernbleiben, glaube ich. Oh, hallo. Ich dachte gerade schon, wie lange braucht, bis du teleportiert wirst. Hier müssen wir lang. Ach so. Ja, nee. Tschüss, Chris. Ich kann mich. Verfolgst meine böse Schwester. Hey, wo bist denn du? Hä, du bist diesmal woanders. Das ist mal was Neues. Welche? Du klebst nicht an meinem Arsch. Wo bist denn du? Oh, du hast schon die... Oh Gott, lauf wieder rein. Du hast schon die Katzen getriggert für das Licht. Du darfst nicht im Licht stehen.
Weil sonst kommen richtig viele Gegner. Ey, da, du stehst doch gar nicht da drauf. Wo bist du jetzt überhaupt lang? Hä? Du hast einfach eine krasse Abkürzung gehabt. Aber das war jetzt cool, dass du diesmal woanders standest. Komm, kannst du mit? Ach, man muss da raus. Ja, man muss da raus. Ja, ja, du warst ja irgendwie früher hier schon. Nee, weil du musstest ja dieses Ding Sprint machen. Oh, ich hasse diese Perspektive. Ja, ja, ja. Was? So, ich hänge hier fest. Erinnert mich so ein bisschen an Wind Waker. Da gab es auch in diesem Gefängnis, am Anfang des Spiels musst du auch vom Licht fernbleiben. Warte, ah ja, stimmt, die eine Festung. Mhm. Oh mein Gott, Alter, auf einmal steht da der Agent. Nur, dass man hier, man stirbt hier halt nicht. Man ist, glaube ich, in Wind Waker auch nicht gestorben, da ist man doch einfach ins Gefängnis gekommen, oder wie war das? Ja, ja, man ist im Gefängnis. Ach, hier muss man leise sein, hier darf man nicht von den Dingern erwischt werden, weiß ich noch. Hier gibt es so komische Insekten hier drin, da darf nicht erwischt werden. Ja, ja. So ähnlich wie diese festen Kameraperspektiven. Die haben allgemein versucht, hier alle, also alle Fans hier glücklich zu machen mit dem Spiel. So dass Leon halt mehr an die alten Teile angelehnt ist und halt Chris war halt wieder wie der fünfte Teil, mehr Action. Sorry. Jake war dann quasi wieder mit Nemesis, so in der Art. Und Ada war halt wieder was ganz Neues. Weil man kann es ja auch so sagen, zum Beispiel bei Resident Evil 6, Leons Kampagne fängt in der Stadt an, die, wo die Hölle auf Erden existiert, genauso wie bei Resident Evil 2. Dann geht es in die Kirche und die Katakomben wie bei Resident Evil 4. Und dann geht es halt mit was Neuem weiter und zwar China. Bei Wind Waker sogar, wenn man mit einem Schiff in der Nähe dort erwischt würde, also erst dann gekillt wurde, nicht nur gekillt, einfach gefangen genommen wurde, ist man auch im Gefängnis auf Insel. Ja, ja. Also ich hab das Wind Waker habe ich auch nie durchgespielt, ey. Ich hab's auch nicht durchgespielt, ich kenn nur den. Ich kann es einfach nur von mir. Oh my god. Die Fliegen. Oh, hat die Fliege gemacht. Sniper, wenn du damit auf das große Ding, auf die große Fliege, ist die dann direkt tot. Ja. Das ist sehr. Sniper ist auch einfach, hat größere Durchschlagskraft. Naja. Jetzt macht doch wenigstens Sinn, warum Ada erschossen wurde von Chris in diesem Kapitel auch. Ah ja, stimmt. Und trotzdem noch lebt. Du darfst dich auch schon bewegen. Oh, renn doch weg! Du rennst einfach in das Ding rein. Ach du heilige Sch... Hey, voll in den langen Arsch. Hab ich gesagt? Ah, die fliegen! Ja, das war deine Schuld. Ja, wahrscheinlich, oder? Ich bin da nicht mit dem Knackarsch im Licht rumgestanden. Sorry. Oh, hier kann man rein. Oh. Hauptsache, ich da gerade so alles gut überwacht und auf einmal hier wird einfach, wenn die ganzen Dinger hier gerade ermordet. Ich hab von drei Gegner auf einmal getroffen. Oh my god. Ja, Achtung, geh da weg. Ja, mein Freund, ich lehre euch an. Ich wollte mal die Beeren töten, Munition. Du hast doch keine Ausdauer mehr, ich würde mal das Kraut verwenden. Ah, hier darf man nicht erwischt werden. Warte, wir müssen uns dann vorbeisneaken. Warte, pass auf. Oh. Nein, 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 oh. Ja, jetzt mal vorbei. Oh. Boah, Alter. Wie knapp. Ja, ja, lauf du mal einen anderen Weg. Wo sind wir jetzt hier zwei? Hä? Oh Gott! Hä, hey, was jetzt? Oh mein Gott!
Nein, das musste nicht passieren. Oh. Das musste nicht passieren. Oh Mann, das ist ja ein schlechter Weg zu sterben. Beziehungsweise, guck mal, ich stand gerade sogar dran in Mission fehlgeschlagen. Nicht du bist gestorben. Weil ich wurde nur von Chris erwischt. Oh Mann. Das ist aber voll cool. Ich fand, das sah irgendwo cool aus. The good ending. Eigentlich nicht das gute Ende, weil hat er ja die falsche Ada. Warum schießt du? Ich hab nicht geschossen. Du hast geschossen. Wie denn? Ja, bitte nicht schießen, wenn das Ding vor mir ist. Ich hab nichts gemacht. Es ist auf dich losgegangen vor allem. Ja, weil es mich gesehen hat. Ja, das hat jetzt funktioniert, warte. Man kann schießen, also man darf sogar. Ja, ja, aber halt nicht, wenn man so nah an den Dingern dran ist. Also das macht natürlich die ganze Lage dann schon einfacher. Hier wollte ich gerade lang. Oh, das war gerade nur Chris, keine Sorge. Der da unten gerade geschossen hat. Ja, das waren alle. Ich dachte schon, das kommt mehr. Ah, gefällt mir noch. Lass mal kurz. Warte mal. Warte, hey, bleib. Ei! Was? Bleib mal da. Hallo. Dreh dich um. Dreh dich um! Ja, warte. Warte, ich geht nicht so. Ja, ich wollte ja auch da oben, aber du bist einfach runtergegangen. Ja, hättest du mal früher gesagt. Ja, habe ich ja, und du bist einfach runtergegangen. Bleib mal hier und dann habe ich schon zu spät gemacht. Ja, ist ja egal. Ich wusste nicht, um was es geht. So geil ist dein Arsch jetzt auch nicht. That's not good enough! That's not Ada Wong! Why won't it work? Combine the DNA sequence with the cocoon's biostructure! Find another subject! Use Carla for the next pass. She's a close match. Be careful what you say around her. I don't want her catching on. Yes? Yes. This is it. She may have left me, but now I have her back. Happy birthday. Ada Wong. Now I get it. Also jetzt wissen wir wohl, wer Carla ist. Tatsächlich war Ada mal mit Simmons zusammen. Nur, warte, ich kann die noch mal gucken. Ach, ich dachte gerade schon, wo liegt die? Habe ich mich auch gefragt. War tatsächlich eigentlich ein normaler Mensch, aber Simmons hat sie mit dem Seawiles wahrscheinlich zu Ada Wong, damit sie quasi so ähnlich aussieht, weil das so voll besessen in ihr... Nicht so ähnlich, sondern mit ihrem Körper. Ja. Zu besetzen von Ada war, dass sie quasi Ada, dass er quasi Ada nochmal zurückhaben wollte. Das ist also eine Liebesgeschichte, das Spiel. Das ist ja schön. Ich wollte noch die Kiste nehmen. Ach, du wolltest die Kiste. Was? Bitte was? Ach so, ich dachte gerade schon, bin ich jetzt auch der Agent. Was, warte? Oh ja, gut. Hatte ich sogar noch gar nicht. Sehr gut. Adler, okay. Gut, das. Haben wir wenigstens noch etwas für Bonus. Confirmed that Wong was telling the truth. There's a fully armed aircraft carrier in open water not far from your location. Ah, jetzt fliegen die doch mit dem blöden Flugzeug. Boah, nee. Das war so schlimm in der Chris-Kampagne, das Flugzeug. Oh, warte, noch nicht reinlaufen. Ich will erstmal kurz, dass wir noch fertig reden. Ja. But at least now I understand them. Your hatred.
hatred for Simmons drove you to tear down the world they created. But it was your conscience, Carla, that saw you fail. After all, isn't that why you brought me into this? It's a shame. If you had only sought vengeance against Simmons alone, I would have helped you. Sie lebt doch noch. She must have injected herself with a powerful dose of the C virus. Ja, okay. Oh shit. Ah, da haben wir ja auch Carla. Pass auf. Schnell. No. Okay, egal. Warte. Achso, ja. Ich konnte noch ein bisschen weiter gehen hier schnell. Aber wenigstens war es auch mal eine neue Destin, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja. Oh, boah, der war schon da. Ja, ja. Oh mein Gott. Und hier gibt es auch so Türen, wo ich dann quasi warten muss, bis du auch durchläufst. Das ist sogar, wenn du Solo spielst, gibt es diese Türen auch. Und das finde ich so bescheuert. Warte, ich pass auf. Geh weg. Da komme ich nicht mal durch. Ach doch, jetzt. Schnell. Ja, durch die Tür. Ich habe nur nicht gesehen, weil es nicht markiert wird. Uah! Weg hier. Bei mir schnell. Oh, da ist die Wand. Geht es, Carla? Bei mir soll es eigentlich schneller gehen, weil ich mir am Ende. Ich hab keinen Platz mehr. Oh mein Gott. Komm hier raus. Hä, ich hab noch nie, dass hier Carla ist. Was ist denn das hier eigentlich? Hä, hey, lol, voll krass. Ich glaube, weil wir jetzt Koop spielen, ist jetzt Carla hier da. Ja. Alter, die ist bei mir noch nie da gewesen. Guck hier diese Türen, meine ich zum Beispiel. Guck, jetzt musst du nämlich. Oder? Okay. Gut. Wofür gibt's diese Türen?
Da steht einfach nur da und machst zu. Das ist vor allem auch, wenn du Solo spielst. Normalerweise sind das doch Türen, wo beide durchlaufen müssen, weißt du? Aber hier der Agent irgendwie nicht wirklich als Charakter zählt. Deswegen, warum sind denn überhaupt diese Türen? Was, wow, da ist so ein Face. Ja, hab ich gesehen. Geh weiter. Was? Wow. Das war voll der Jumpscare. Ach, warte, hier. Diese Dinger muss man anschießen. Ja. Okay, jetzt können wir weiter. Kann ich so lange noch rumgucken. Das ist eigentlich voll witzig, dass da jetzt auch Carla ist. Man sieht einfach nur mal an. Ich wollte durch. Ich dachte, jetzt musst du doch so halt durchlaufen. Nö, da steht. Hi. Hey, was ist denn das hier alles für eine Scheiße hier? Wie schnell hatten die das hier bitte alles unter Kontrolle? Oh, jetzt müssen wir wegrennen. Egal, renn weiter. Oh shit! Oh, du liegst da ja schon. Sehr gut. Perfect. Much appreciated. Der hat sich aber echt. Diese Stimme vor allem hört sich bisschen an wie Pierce. Das war irgendwie eine tiefe Stimme. Ja, ja, aber irgendwie, ja. Okay. Das klingt voll cool, sein immer. Ja. Das kann ich auch tiefe Stimme machen. Also. Wenn ich eine so ganz entspannt bin, habe ich eine tiefe Stimme, wenn ich dann aufregend bin. Ach, das sind diese ganzen Fässer, siehst du die? Ja. Okay. Ansonsten habe ich eine Stimme. Ja. Hi. Nicht unbedingt. Wir müssen da so Löcher reinschießen in die, damit wir diese Fässer treffen können. Jetzt kann man durchschießen. Und das ist gleich. Warte. Okay, ich mach mir das jetzt ein bisschen. Bin ich nicht direkt der Ada. Auf die Augen. Auf die Augen? Ja, gut, kannst du auch. Warte, hier ist ein C, die Fässer. Ja! Oh. Ja, ja. Sie kann immer. Wie heißt? Über 150 Schuss gemacht.